Oh Gott, ich sollte nur noch mit Twitch-Chat anspielen. Gute Idee. Denunzieren wir den Russen. Aber ich hätte mir zuerst noch. Ich hätte mir zuerst offene Grenzen holen sollen, dann hätte ich ihn denunzieren sollen. Habe ich nicht genug mitgedacht gerade. Yo! Oh shit, ich hätte nicht auf die nächste Runde klicken sollen. Mein Fehler. Sind die anderen noch da? Oder soll ich mal einfach generell pausieren hier? Okay. Nimm das mal als ein, ich sollte generell posieren. Dafür kann ich jetzt wieder meinen super Pause-Bildschirm verwenden. Moment! This is so professional. Bam! Ich sehe immer noch Spiel. Ja, es gibt 10 Sekunden Verzögerung. Achso. Du wärst nicht Pausierbauer wegen mir, Gummibauer. Ja, aber ich bin halt so höflich und freundlich, weil ich Österreicher bin. Okay. Gehen wir mal weiter. Schlecht. Was? Ja, was? Das, ich wollte bloß. So, jetzt akustisch ich nicht gerade, Frau, aber ich glaube, es ist besser so. Meiner Frau kurz nur Hallo sagen, weil die gerade. Ah, Städte. Keine Berge, keine Produktion, gar nichts, das ist größer. Du gehst jetzt eh nicht drauf, oder Bogi? Nein. So. Oben ist nichts mehr, da haben wir alles schon wieder. Okay, nächste Runde kommt das große Upgrade. Na toll, klar, natürlich steht da ein Schwertkind. Wieso ist denn. Hey. Woher? Kommt dieser Barbarenspeer, bitte? Wo bist du mit deinem Streitwagen, Japaner? Till. Ich sollte auch mal manchmal ein Auge darauf haben. Oh, ich hab da sogar zwei Bogis rumstehen. Gut, Till. Aber das, das wollte ich nicht. Ist Till weg? Ich weiß nicht, mit mir wollte vorher auch niemand reden. Hallo? Ja. Oh, ich war muted, Entschuldigung. Achso! Bist du mit einem Streit? Ich hab die ganze Zeit mit euch geredet. Achso, ich hab ja. Wieder, sobald der Schwabenboy weg war, hab ich so gedacht, 10 Minuten. Jetzt sind alle weg. Wo bist du mit einem Streitwagen? Ich weiß nicht, ich hab versucht ein bisschen zu erkunden, ich hatte keinen Speer, deswegen. Ich muss selbst mal opfern. Achso, ich dachte, könnte ich mich vielleicht ein bisschen unterstützen. Achso, ja, ich kann dir helfen. Bloß wenn es keine Umstände macht. Nein, den brauche ich nicht. Kann dir gerne helfen. Dieses blöde Barbarennest da oben, ein scheiß Schwertkind. Wenn man die lange. Das ist das Problem, mein Prinz. Du gehst die so lange, weil die nicht. Und irgendwann haben die dann eine Armee von. Aus dem Stadtstaat. Ja, auf Kaiser ist noch viel schlimmer, oder auf Gottheit. Ja. Ach, da sehe ich dich, okay.
Nein, ich will eigentlich nicht mit dir reden. Lieber Kongo. Was ist denn der Kongo? Wo steckst denn du, Gummibaum? Du, der Kongo, den gibt's nicht mehr lange zu begutachten. Der ist bald nicht mehr existent. Und wo steckst du? Ich bin im Osten, östlich vom Buenos Aires, super östlich, über das Meer drüber. Nordöstlich vom Buenos Aires gibt's so eine kleine Landbrücke, wo der gute Brasilianer eine schöne Wüstenstadt. Da ist auch so eine Wüstenstadt, die kannst du mal besuchen, die braucht was. Ach, da oben, okay. Bring ein bisschen Wasser mit, ja. Achso, dann bin ich ein bisschen so weit südlich für dich jetzt. Du musst übers Meer, dann bist du bei mir circa. Kann ich nicht, ich kann doch nicht ins Wasser schiffen. Das ist Mensch, eine, ist eine Vereinbarung, dann abgelehnt. Brasilien. Achso, nicht ich. Bitte? Oh. Er wollte offene Grenzen haben, ich habe ihm eine Vereinbarung zurückgeschickt. Mir? Die habe ich abgelehnt, ne? Also. War nicht ein bisschen zu viel für dich. Also alle meine Luxusressourcen nur für offene Grenzen, das war mir dann doch ein Ticken zu viel. Zickchen, oder? Wie sieht's denn eigentlich aus hier? Punkte. Gummibaum führt. Natürlich, was auch sonst. Nein. Natürlich mit 293 Punkte. Scheiße. Unglaublich. Oh, ich bin so im guten Mittelmaß. Boah, der führt ja überall. Was wäre jetzt? Was ist bei Religionssieg? Der Gummi. Das ist Kultur? Ah ja, stimmt, ich führe beim Kultursieg. Keine Ahnung, wieso. Scheiße. Wie viel Wissenschaft machst du, Gummibaum? Was? Ich? Wie viel bist du? Ja. 66,6. Ja klar, ich sehe klar, wenn man fremde Städte einnimmt. Wenn eine Stadt ein Wunder für mich gebaut hat, und wenn ich die dann erobere, kriegt das Wunder dann auch? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Darauf ist meine gesamte Spielphilosophie aufgebaut. Er lässt immer einen Drift für sich schaffen und dann kommt er marschiert rein. Ja, schau, das ist die Arbeitsteilung. Der eine baut die Wunder, der andere die Bogenschützen und dann? Scheiße, ich muss flüchten, sonst bin ich tot. Toll, da geht man zum Dorf jetzt, ne? Dann. So, ich versuch mal wieder zu deinem Barbarenlager zu kommen. Na, ja, ich hau gerade ab. Oh. Ich bin gerade voll. Ich marschiere vorwärts mit dem stolzen Rückzug. Auch eine gute Idee mit dem Lager. Ich finde das super, ich sollte nur noch Live-Let's Plays machen. Nekton coacht mich hier doch alles durch. Es ist wunderbar. Ey, das kann doch nicht sein, ey. Da soll mal rüberkommen. Dann lass uns in die Wayside Teilhabe kommen. Nein, das ist mein Personal Trainer. Ich finde das gut. Das Schlimme ist, wenn er bei mir zuschauen würde, er wahrscheinlich würde seine Tastatur vor Glühen zusammenbrechen. Ach, machst du auch? Streamst du auch? Nein, ja, ich übertrage den Stream vom Gummibaum. Also hoste okay. Den. Okay. Danke nochmal. Ja, boah, kein Ding. Schwabe hat am Mittwoch ja gut Werbung für dich gemacht. Echt? Das habe ich nicht mitbekommen. Das sieht man wieder. Was für ein undankbarer. Hast du auch nicht mitgekriegt? Hättest du gar nicht mitkriegen können. Wieso? Na, weil es in unserem Mittwochsspielrunde war. Ah, alles klar. Offscreen. Real life. Also, oh mein Gott. Ich habe noch überlegt, ob ich am Freitag noch ein Video raushaben soll. Nein. Aber ich wusste nicht, ob du das möchtest oder nicht, oder wie auch immer. Das ist zu viele Ehre. Na, wäre das okay gewesen für dich? Ja, sicher wäre es okay gewesen für mich. Okay. Werbung ist immer gut. Ja, voll. Wenn ich dir schreibe, dann kriege ich erst 3 Tage später Antwort. Ich weiß, es tut mir leid. Du kennst es doch von sich. Du siehst nicht die Spiele. Ich weiß nicht, du hast viel um die Ohren, weil nämlich ist es auch okay. Das war jetzt auch kein Vorwurf oder sonst irgendwas. Das war rein nur Feststellung. Also ich weiß nicht, bei mir, YouTube zeigt mir nie an, wenn ich eine tatsächliche Nachricht bekomme. Deswegen schaue ich da irgendwie nie drauf. Ja, ich auch nicht. Du meinst diese Kanalnachricht? Genau, statt ein Comment. Ein Comment sehe ich, aber eine Nachricht sehe ich nicht. Nein. Ich hab dir auch, ich schicke auch keine Nachricht, weil ich weiß, es bringt nichts. Nee, weil es halt nicht anzeigt. Dezente Hoffnungslosigkeit in der Stimme. Ja, ich krieg alle 3 Runden einen großen Wissenschaftler oder so. Das ist ziemlich insane. Gerade. Ja gut, mit einer ganzen Campus wahrscheinlich, das ist klar. Oh shit. Ich muss den bei einer heiligen Stätte auslösen. Das Problem daran ist, ich habe keine heilige Stätte. Muss man schon eine bauen. Jawohl, wird wohl sein müssen.
Kennten wir schon? Wir kennten schon und ich sollte... Lass dich doch irgendwie da couchen, das ist doch kein Problem. Da. Da sollte ich... Muss man echt anfangen, jetzt Campus jetzt überholen. Jo, jetzt hab ich grad voll... Ach Gott, jetzt renne ich schon wieder in das Loch, nein, wo ich nicht weiterkomme. Mann. Okay, hör auf. Okay. Starlux ist gut, gell, sag doch grad. So, nein, oh, ich stopp. Verdammt nochmal. Ich halt einfach überhaupt keine Produktion hab. Wieso? Du heilst dich mal, Mann. Streitwagen ist ja leider draufgegangen. Okay, Moment, was soll ich hier bauen? Kann ich, da könnte ich einen Kamm, okay. Wieso bin ich so gestresst? Ich habe eh noch 1 Minute und 38 Sekunden. Eine militärische Stärke von 368. Wer? Du! Oh! Friede, Friede! Das ist, weißt du, wenn man Frieden will, muss man sich auf den Krieg vorbereiten oder so ähnlich. Ich weiß leider nicht mehr, wie es da reinsteht. Oh, die meistens reinsteigen. Diese blöde Blader. Oh, jetzt sollte ich mal wieder auf meinen Twitch-Chat wechseln. Ah, ja, der Russe hat heilige Stätten, das ist richtig. Dankeschön, Personal Trainer. ist unglaublich, ey. Hä? Ich brauche aber kein gratis... Oh, warte mal, kann ich damit irgendwo hingehen, wo... zu den... Oh! Okay, dann machen wir uns mal auf die Reise. Du brauchst mal eigentlich einen Handwerker. Habe ich da irgendwas ausgebaut? Einen Hafen habe ich gebaut. Ah, soll ich eigentlich einen Leuchter machen? Bauen wir mal zuerst einen Handwerker und dann einen Leuchter. Da sind Babam. Ich habe ja genug Geld, oder? Ja. Ja, du hast es ja, ne? Ja, Wann machst du mir doch? Wann hast du denn geplant, die erste Atombombe auf meine Hauptstadt zu schicken? Wieso kommt das nicht an, dass ich unglaublich friedlich bin? Und niemand muss zu leide tun. Außer der KI. Du hast ganz Kongo vernichtet. Ja, aber die haben es verdient, ist halt der Unterschied. Ich hab's verdient. Ich sag da jetzt gar nichts mehr dazu. Diese Rechtfertigung. Bringt ja doch alles nichts. Das Schlimme ist, er denkt an, er sei voll im Recht, gell? Ich bin auch im Recht. Das ist natürlich Schlimme bei der ganzen Sache hier. Ihr habt nicht gesehen, was der Kongo mit meinen armen Zivilisten gemacht hat. Wahrscheinlich gar nichts. Schlimme Dinge? Sicher weiß es doch selbst gar nichts. Sag ich doch. Schlimme Dinge, ey. Ich will das aber aussagen, wie Kollege. Sie wies Pacem Preparet Bellum. Ist was das Lateinische. Man? Naja, das ist, wenn man Frieden will, muss man sich auf den Krieg vorbereiten. Oder sowas in die Richtung. Sagt Nekton. Ich glaube, der könnte mir jetzt das Let's Play übernehmen hier. Oder den Livestream. Im Religionskrieg ist der Zulu-Gott vorne. Ja, da sieht man wieder, wer da eigentlich brandgefährlich ist. Ja, Kultur, ja, Wissenschaft. 0,3 Glaube pro Runde, Wahnsinn. Ihr nennt mal heilige Städte. Ja, das ist schon bekehrte Städte, das ist schon 6. Aber cool, heilige Städte. Gut. Wirst du eine Religion bekommen? Nee, bloß Stonehenge. Ah, stimmt. Ach. Oh, shit. Upsi.
Scheiße. Was bringt denn deine Religion? Kommt so ein bisschen drauf an. Ich glaube, ich will hier gleich einen Siedler an einem Barbaren. Das ist halt die doch nicht so einfach. Naja, was bringen die? Nein, was hast du ausgewählt, was die bringt? Ach gut, muss ich das jetzt auswendig wissen. Unbekannter Spieler besiegt, dass der Kongo erst Platz macht. Ja? Nein, ich habe zu lange gebraucht und seine Stadt hat rebelliert. Und jetzt ist es eine freie Stadt. Aber ich habe ihn nicht eingenommen. Mhm. Das stimmt. Das ist keine Lüge. Ich sag das gleich, Tilt. Also, ich versucht hab. Warte, kommst du? Kommst du zu mir? Ja, du kommst Dave zu mir. Okay, das heißt, ich muss das nicht mehr einnehmen. Der läuft freiwillig rüber, verstehe ich. Na, der kennt dich noch nicht. Wenn ich eine Stadt der Stadt einnehme, kriege ich auch seine Truppen? Nein. Schade. Ist jetzt derweil feindlich eingestellt, wenn er zu mir überlaufen will? Ich habe ausgewählt Jesuitenbildung. Und was? Also Jesuitenbildung heißt, ich kann Theaterplatz und Campusgebäude mit Glaube kaufen. Genau. Und was geben plus 3 Glauben plus 2 Wissenschaft. Da ich aber keine heilige Stätte habe, habe ich auch keine Watz, von dem merkst du, er bringt das nichts. Letztendlich erstmal. Mein Außenminister namens Nektorn sagt, die Eroberung des Kongos war eigentlich nur Entwicklungshilfe. Ich stimme vollkommen zu. Wenn jetzt jemand gesagt hätte, wenn er jetzt gesagt hätte, die Eroberung des Kongos war verachtenswerte Tat, dann hätte ich wahrscheinlich nicht zugestimmt. Wie bannt man Leute? Du kannst mich von meinem eigenen Kanal nicht bannen. Nein, nicht, aber den. Wenn ihr bei einer Kanal nie, bin ich das. Zumindest mal im Discord. Das ist richtig, ja. Discord-Kanäle kosten ja kein Geld, ne? Friedrich! Bitte? Discord-Kanäle kosten kein Geld, ne? Mann, nee, kostet nicht. Holy shit, ich hab 7 Kakao. Ich zeige euch mal allen, wie nett ich bin, wobei du brauchst. Wollen wir handeln, Gummibaum? Ja, voll. Aber dann musst du mich endlich mal entdecken. Ja, ich finde, du könntest das auch machen. Schau, wie nett ich bin. Ja, Brasilien, wo ist eigentlich dein Krieger hin, der hier gefangen war? Japan, du kriegst den gratis Kakao von mir. Oh, vielen Dank. Achtung, Achtung, von Kyoto. Nicht annehmen, das ist eine Falle. Das ist verseucht, Falle. Oder wie? Das ist, schau, siehst du... Hallo, Japan! Hey. Die anderen reden nur, ich gebe tatsächlich nette Japan. Ja? Das ist aber nicht ganz so. Du rückst mir da ganz schön auf die Pelle mit deiner Stelle, muss ich schon sagen. Kommt schon wieder mal Siedler daher. Ja? Kannst du nicht ein bisschen weiter nach rechts siedeln hier? Nach rechts? Ich geh noch einer oben und dann siedle ich da. Ja, genau. Mhm. Okay. Ich sehe spannend. Okay. Das ist eine Doku, ne? Ja, genau. Ich sehe dich ja noch nicht mal. Weiß gar nicht, wo du bist. Ja. Mhm. Oh, da ist ein Barbaren. Oh. Sag nachher nicht, ich hab dich nicht gewarnt. Ist das jetzt schlimm, wenn ich hier siedeln würde? Für dich? Ja. Wo? Hier. Ah, wo ist hier? Da will ich das Lager bauen eigentlich. Was baue ich denn? Da in den Hafen, da will ich das Lager bauen. Kann ich das auf den Hügel? Ja, Moment mal. Warte, welchem Naturwunder? Hier ist vorne ist Natur. Guck mal, du hast es noch nicht mehr entdeckt. Doch, der Hanna bei Barrier Reef. Ah, ich habe schon angefangen, oder? Ja, siedel einfach, ich komm dann und hol die Stadt. Ist okay. Das ist eine Drohung. Nein, ein Versprechen. Das ist eine ziemlich klare Drohung, würde ich sagen. Nein, ein Versprechen, das war keine Drohung, das war ein Versprechen. Okay. Jetzt ist mal unsympathisch hier. Wie groß ist das? Wenn ich gedroht hätte, hätte ich hier das verstanden, aber wie gesagt, das war nur Versprechen, keine Drohung. Wir müssen immer schnell das Wachstum, weil ich vergessen habe, das zu bauen, was ich bauen wollte. Kann man nur leider gerade nicht so schnell. Ja, shit. Ne, das passt. Baue ich einfach da oben. Da kann ich auch schicken, meine Schiffe dann kommen zum Angreifen. Das ist okay. Ja, also mehr wollte ich da eigentlich auch nicht haben. Eigentlich nur das Naturwunder. Ja, das wollte ich eigentlich auch haben. Boah. Aber ist okay, jeder muss wissen, was ihm gut tut.
Ich war ich entwickle gerade so einen Sizilianischen. Ich auch, ich baue sie gerade. Akzent. Ja, ich auch. Ich möchte ja keinen Krieg, also mein Volk ist ja friedlich. Ja, nur Pazifisten, ich weiß. Auf der ganzen Welt gibt es nur Pazifisten, deswegen gibt es überhaupt keine Kriege auf dieser Welt. Ich muss eher aufpassen vor dem von dem Alexander. Ich habe keinen, wir Deutschen haben keine guten Erfahrungen mit Assis. Ach, du, wir sind friedlich wie immer. Das habe ich auch noch nichts hier. Ansonsten ziehen wir uns einfach nachher aus der Affäre. Das können wir gut. So. Oder die nehmen deine deutsche Staatsbürgerschaft an. Ja. Ja, das sind die gefährlichen. Ja. Da gab's doch mal einen ganz berühmten. Aber er ist ja kein Österreicher, er ist ja Wiener. So. Außerdem. Macht Sinn. Nein, ich bin beides. Sehr wohl, ich bin nur. Ein Wiener ist ein Österreicher und ein österreichischer Wiener. Ein Österreich ist eigentlich. Ich meine, Wien ist eigentlich Österreich, wenn man ehrlich ist, aber. Boah, die Wüstenstadt gedeiht, ja, ey. Hast du eigentlich den Kornspeicher schon gekauft? Bei dem Bevölkerungswachstum musst du mal schnell für mehr Wohnraum sorgen. Ja gut, ein Hambra war hier baut. Ne, Petra baut er. Wer baut? Ah ja. Er baut Peter. Ich würde mir auch den Siedlerplatz hier kaufen. Der Brasilianer ist einfach hier der Elon Musk unseres Gameplay. Der will neue Welten entdecken. Jo, jetzt hat er noch Stadtstraße hergenommen. Voll der Kriegstreiber hier. Leider relativ klar. Voll der Kriegstreiber. Kannst du mal zu mir rüberlaufen hier? 7 Runden, das dauert ja ewig. Okay. Wir werden hier 2 Armustschützen verwenden, meinen Siedler zurückzuholen. Der Rest kannst du. Wow, ist das ein geiles Wunder! Wow! Was denn? Kilwa Kishiwani. Wieso? Was macht das Wunder? Plus 3 Gesandte nach Fertigstellung. Wenn ihr zu zweit eine Stadtstaat seid, erhält diese Stadt einen Bonus und plus 15% auf den Ertrag dieses Stadtstaates. Wenn ihr zu zweit von 2 oder mehr Stadtstaaten dieses Types seid, erhaltet all eure Städte einen zusätzlichen Bonus von 15%. Wie geil ist denn das? Nice. So, den wollen wir gleich hier platzieren. Na, jetzt sieht man wieder, wer brandgefährlich ist. Ja, ich bin kulturell einfach und du kriegerisch, also. Ich habe noch keiner Zivilisation der Krieger erklärt. Technisch gesehen fast. Weiß keiner, wer wem. Es könnte auch sein, dass der Kongo mir den Krieg erklärt hat. Just saying. Dann hätte ich aber nicht so laut prahlen sollen, mit dem Kongo den Krieg erklärst. Okay, guter Punkt. Da hast du quasi jetzt selber ins Knie geschossen. Es ist okay. Ich kann damit leben. Hast du noch mal eins, gell? Das ist okay. Kongos Stadt ist es definitiv wert. Also steht T. Okayama. Eine schöne Stadt, die gefällt mir. Fängt der schon zum Stänkern an da drüben, der Schwammball. Bin ich froh, dass ich nicht neben dir bin. Sonst will ich Angst bekommen. Also mein Plan war ja ursprünglich, als er gesagt hat im Livestream, da dachte ich, hoffentlich liege mir 2 gut, dann verbünde ich mit ihm, nicht mit dir. Ja, du, gegen den Rest. Wir können uns eh verbünden gegen den Rest, aber ich verbünde... Ja, wir müssen uns erstmal finden. Na, ich meinte gegen die KI. Mit ja, Mann, wir sind zwischen die, das ist dir klar, ne? Das könnte schlimm ausgehen. Gummibam, ich glaube, die haben das jetzt mitgehört. Die haben ihre Spione verdammt, überall. Die sind auch im Discord, scheiße. Wie konnte man das nur vergessen, Mensch? Kauf ihm Kindern... Wer die eingeladen hat, echt? Naja. Naja, mein Maulwurf hier. Das hätte ich mal besser gemacht. Was das Oh, ich habe ein Wohnraumproblem. Mein Gott, bin ich blöd. Danke. Hast du jetzt erst die Nachricht von Nektron gelesen? Ja. Deswegen habe ich doch gefragt, ob du den Kornspeicher schon gekauft hattest. Achso, das war nicht. Ja. Das habe ich nicht gecheckt. Achso, ja, gut, ich bin im Livestream, bin ich nicht drin. Ich sehe das immer erst, das Spiel. Karthago gefällt mir eigentlich. Astronomy is much more fun. Sehr gut. Ah, wunderbar. Also will ich nicht unschuldige Zivilisten Stadtstaaten killen. So, jetzt müssen wir erstmal kurz Söldner rein. Okay, yes, good point. Mein Gott.
Wie spiele ich dieses Spiel ohne Twitch-Chat, frage ich mich mittlerweile. Twitch-Chat ist so eine Krücke, Alter. Wenn die weg wäre, würde ich auf die Fresse fallen. Na, es funktioniert ja schon ganz okay ohne Twitch-Chat, aber mit Twitch-Chat... Das ist schon ein guter Bonus, oder? Das ist mein Problem, Final Form. Alter, man kennt das auch, wenn man irgendjemand zuguckt, dann denkt man sich, boah, ist der dumm! Ja, voll. Man selber, ne? Voll. Wenn man dich so hört, Gummibampf, sollst du eigentlich meinen, dass du Civilization nur auf Siedler spielst. Wenn man dir so zuhört, vielleicht, echt. Vielleicht muss ich bald wieder umsatteln, wenn es so weitergeht. Ja, komm. Ja, Siedler wird es wahrscheinlich nicht werden. Na, jetzt geht's eh nicht so schlecht. Ich glaube, dieses Let's Play könnte wieder klappen. Aber es ist gerade in der ein bisschen unsicheren Phase. Vor 3 Folgen oder so war ich noch etwas siegessicherer, als ich jetzt gerade bin. Ja, nee, muss ich. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich nicht mal auf Monarchie gehen soll. Nein, es aber ist einfach immer das. Ich finde immer Handelsdings. Aber du kommst besten. Immer auf Handelsrepublik raus. Ist... Ja, ist einfach das Beste. Ja, das. Ich hab's einfach, wie gesagt, einfach mal überlegt, um einfach mal was anderes zu machen. Einfach. Nein, ich verstehe es. Aber gerade, ich finde, da ist es noch schlimmer als. Wo ist die denn nach da oben mit Erkundung? Was, der wird denn Ritter auch noch? Wie geil. Okay, wie sieht unser Straßennetz gerade aus? Habe ich da nicht schon einen geschickt? Was ist deine Handelsroute? Nach Pella, ja, das ist, da habe ich dann die Straße. Ich könnte nochmal parallel irgendwas bauen. Von... Okay, Moment. Ja, von irgendwo hier nach... Whoops, jetzt habe ich mein Fenster gerade verschoben. Wer klingelt mich schon wieder an da? Frechheit. Ich hab bloß meine Runde beendet, mir nicht. Oh, ich muss schon wieder eine. So, oh, wir müssen alle begeistert und glücklich. Das ist ja schön. Das ist auch nochmal erleben. Das ist gerade ein bisschen öfter bei dir geklingelt. Ja. Ich schau kurz mit einem friedlichen ökonomischen Berater vorbei bei euch. Ach, friedlich? Ja, nein, ist wirklich friedlich. Es sind Zivilisten. Boah, dieser komische, große Militärstyp, ey. Der will irgendwo. Was, will ein Wunder, aber ich hab keins. Welcher große Friedlich? Was? Der heißt Sonnenzug, keine Ahnung. Wie heißt es? Herr. Große Persönlichkeiten. Ah, okay. Großer General, der will ein Wunder haben, wo ich auch drauf mache. Aber ich habe da keins. Also jedes Mal, wenn der Gummibaum das Wort friedlich in den Mund nimmt, dann kriege ich irgendwie einen Magenkrämpfe. Das tut mir leid. Manchmal ganz viele Krämpfe, ne? Ja, das ist. Wenn ich genau weiß, dass es auf was ganz anderes rausläuft. Blödsinn, Ich bin da anders beschäftigt. Ich habe noch den Russen unten, den ich auffressen muss. Chill's mal ein bisschen. So. Russen auffressen? Hm? Dann wird man auch gleichzeitig betrunken noch, weil so viel Wodka drin ist. It's a win-win sozusagen. Sag mal, wo sind jetzt meine ganzen Ohrgeschütze? Das ist ja sehr religiös, ne? Eigentlich. Wer ist religiös? Brasilien da. Der Sif. Ich doch nicht. Du bist religiös? Nein, der Sif von Brasilien, Peter. Ein religiöser Sif, oder? What? Was ist denn... Was? Ich verstehe dich gar nicht. Das tut mir leid. Es gibt ja, keine Ahnung, Genghis Khan ist ein sehr kriegstreibender Sif. Ach so, na... Oder Arabien ist sehr auf Religion. Er hat doch... Was hat er denn? Hat er nicht Unterhaltungsbezirke oder so? Was hat der... Ich glaube eher Kultur. Ja, ich habe so ein Straßenfest, kann ich hier irgendwo bauen. Ja, also kann ich mal, ja. Ich glaube eher Kultur. Das war nämlich sogar recht geil. Was ist das speziell? Warte, ich schau mal kurz nach. Na, das ist für einen Unterhaltungskomplex.
Während eben, aber das war nicht... Ich für die gute Unterhaltung. Gegründet, du hast den... Ringwald-Geländefälle, okay, genau. Du hast den Anuismus gegründet. Was ist denn Peter? Ja, der ist auch religiös. Der Kriegstreiber. Einmal hat die Konkurrenz. Schon lange, schon vor 20 Runden oder so. Ich sollte vielleicht mal langsam anfangen, heilige Städte zu bauen irgendwie. Genau, er bringt schon der Unterhaltungsbezirk selber bringt zwei Annehmlichkeiten. Das ist mega angenehm. Das war das Geile bei dem einen Let's Play. Ja, das war damals, da hast du nämlich, glaube ich, keine Städte drin. Ja, genau. Dabei habe ich ganz schön großes Reich bekommen. Ey. Mit meinen drei Gammelstädten. Echte Theokratie? Mein Personal Coach sagt, die Theokratie ist auch nicht schlecht. Okay. Also wenn du mega viel heiligen Städten vorher erobert hast, ja, vielleicht wegen dem Rabatt auf Glaubenskäufe, kann schon sein. Und ich finde immer die Handelsrepublik, man kommt doch irgendwie besser hin und hat bessere Politiken rundherum, weil Aufklärung und Dreieckshandel und das ganze Zeug liegt dort auch. Was ist denn am Ende die beste? Die Demokratie, die Kommunismus oder Faschismus? Kommt ein bisschen drauf an. Kommunismus oder Demokratie, eins von beiden finde ich meistens. Weil am Schluss brauchst du die Boni normalerweise nicht mehr so wahnsinnig, die kriegst. Ja, es kommt halt darauf an, sag mal, wenn du, ja, Demokratie meistens, weil wenn du recht kriegerisch unterwegs bist, dann wahrscheinlich eher Kommunismus. Also Faschismus nicht? Na, weil du brauchst diese Boni nicht wirklich, weil du eh schon, also am Schluss hast du ja sowieso schon quasi Elite-Truppen. Solange sie also sind Georgien so langsam reicht's. Ja, konzentrier dich auch. Du bist immer noch mit dem Streit, oder was? Neu, aber die glauben andere meinst du zu den Straßen. Was ich nicht ganz verstehst, wieso lebt sie noch, wenn du die ganze Zeit mit ihm streitest? Bitte? Wieso lebt sie noch, wenn du die ganze Zeit mit ihm streitest? Weil die 50 Felder von mir weg ist. Also gut, das ist ein Argument. So, hier kommt mein. Und ich hab bloß mit ihr Krieg gemacht, weil die so viel Geld von mir wollte. Für offene Grenzen. Und dann dachte ich, dann kriege ich so offene Grenzen. Was macht er? Wieso beschützt jetzt sogar der Barbare meinen Siedler? Also jetzt nicht mehr meine, sondern seinen. Nicht nur die KI, sondern auch die Barbaren machen es. Okay, langsam kommen wir hier wohin. Aber da muss ich auch noch irgendwas dazwischen siedeln. Es gibt einfach zu viel Platz. Zu viel Platz hast du. Ich hab so viel Platz. Ich nenne der Japaner, siedel mir alles. Rechts habe ich so einen Alexander, oben habe ich einen Japaner, unten habe ich Felsen und Buenos. Ja, okay, um fair zu sein, ich habe auch Platz geschaffen, indem ich den Kongo entfernt habe. Ja, ich habe jetzt gerade einen Stadtstaat eingenommen. Aber ja, ich habe ziemlich Glück. Ich habe da irgendwie so eine kleine Mauer gebaut, damit der Brasilianer irgendwie... Ich weiß, ich habe eine Stadt gegründet bei so einem kleinen Durchweg. Hab dann die restlichen Felder da weggekauft. Ein bisschen den kalten Krieg am Laufen da. Und zu mir sage ich, ich stoß Drogen aus, gell? Ja, ich habe ihn dann ein bisschen ausgehungert da hinten. Anna, soll ich dich ein bisschen unterstützen? Brauchst Hilfe? Ach. Ich sag mal nicht nein. Ja, aber du sagst ja auch nicht ja. So hat der Erste Weltkrieg begonnen. Ja. Hat Österreich auch gesagt, sag ich mal nicht nein. Wie, der Erste Weltkrieg hat begonnen? Weil der gute Franz Ferdinand ermordet wurde, aber Deutschland hat gesagt, wir helfen Österreich und Österreich hat gesagt, das sag ich mal nicht nein. Weil Zulu Brasilianer gefragt haben, ob sie Hilfe brauchen. Ja, genau. Deswegen hat der Erste Weltkrieg begonnen, das wusste ich jetzt auch nicht. Historisch richtig. Nicht sicher. Oh Gott, ich hab mal nachgelesen auf Wikipedia. Ja, genau. Ich sag mal so, der Glaube möchte ich halt, ganz ehrlich. So, erstmal ein bisschen Gas geben, weil so langsam sind wir voll abgeschlagen hier. Aufklärung macht einfach viel weniger Sinn mittlerweile, als es früher gemacht hat. Das Gute ist, dass meine Siedler sie bei Aufladung, meine Handwerker sie bei Aufladung haben. Das ist echt gut. Sag mal, da hängt schon ein bisschen hinterher. Ihr seid sogar hinter der KI-Forschung.
Oh, Universitäten machen wir Forschung, ne? Willst du jetzt sticheln oder was zuletzt ist? Ich sag's nur. Das ist eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Mhm. Zu was kann man einen Streitwagen denn upgraden? Ritter. Zu Ritter. Aber nur wenn er noch lebt. Bist du jetzt mal fertig mit der Arena, ja? Some point. Weißt du, jetzt hat er mit der Japaner mit der ganze gute Siedlungsplätze hier weggenommen. Das ist aber gemein. Ja, schon. Hä? Ah, nein, ich hab natürlich. Du warst ohne Wasser. Ohne Wasser. Echt? Ja, ich kann dir gerne ein bisschen Schubkarren vom Wasser rüberbringen. Die vertrocknen unter. Was anderes bauen? Was meine Siedler vertrocknen unter der Dusche? Oh. Wow. Jo, wieso ist die Handelsrepublik, war die nicht früher oben? Jetzt ist sie unten. Haben sie das geändert, damit nicht alle Handelsrepublik nehmen? Oder ist das nur wie, was meinst? Früher war die Handelsrepublik doch die Regierung, die ganz oben ist in der Liste von Monarchie, Theokratie, Handelsrepublik. Jetzt ist sie ganz unten. Hm, weiß ich nicht. Bist du bei der Handelsrepublik oder was? Was? Ja. Weißt du, vor 20 Runden noch nicht mal Armbrustschutz, ich glaube, das war der Handelsrepublik. Ja, ich habe mich halt, ich habe mich auf die friedlichen Technologien konzentriert, weil ich eben sehr friedlich bin. Macht komplett Sinn. Mhm. Ach, komplett Sinn. Ich krieg schon wieder angeschminkt in der Sofa. Alles bis Jahren, was ich selber gut finde. Das macht mir doch echt schon wieder extrem angestiegen. Vielleicht. So, ich warte mal, der. Bist du in der Nähe von Stockholm? Ausnutze hier, ha? Zululand, bist du in der Nähe von Stockholm? Aber hallo. Why not? Ein Feld daneben. Also. Ja, weiß ich doch, wo du bist. Ist da deine nächste Stadt, die an mir dran ist? Ja, aber gleich nehmen wir. Warte, dann bist du doch gar nicht bei mir in der Nähe. Der hat immer noch keine Mauer in Novgorod. Doch. Da sind 20 Felder zwischen. Ja, aber ich krieg mit Karthago, kann das sein jetzt deswegen? Ja, ich hab Krieg mit Karthago. Achso, ja, dann kann ich wirklich Karthago gleich mitnehmen. Ich meine, dann ist auch schon wurscht, quasi. Haben die irgendwas, was ich... Nein, die haben nur schon wieder Kakao. Ich hab Georgien entdeckt. Ich schwimme eh schon in Kakao. Schwimmst in Kakao? Ich hab 7 Kakao. Ich hätte dir abnehmen, aber ich... Und einen hab ich doch noch bekommen. Ja, deswegen hab ich dir einen geschenkt. Ich hab dir einen geschenkt, weil ich dir unbedingt was Gutes tun will. Aha. Nett, ist er nett von dir. Ja, ja, das ist, der kommt, weiß noch, warte. Es kommt gar nichts. Er macht nichts. Die Samurai-Krieger haben ihre Schwerter schon in Kakao getaucht. Da steht ein Armbrustschütze. Schokoschwerter, lecker. General auch noch. Und ein Lager ist auch da. Warte, mit dir bin ich auch im Krieg. Was, mit Kabul? Schon wieder im Krieg. Was wäre, ja, der Russe ist. Wenn ich jetzt mit dir daher gehe, kannst du mich zwar angreifen und du kannst mich auch angreifen, weil es sehr schlecht wäre. Aber ich gehe trotzdem jetzt mal daher. Ziehen wir den einmal hoch, den Armbrustschütze da. Du hast noch 4 Aufladungen. Was machen wir hier? So. Schauen wir uns mal ein bisschen. Was macht denn ein makedonischer Händler bei mir? Ja, das ist eben der ökonomische Berater, den ich angekündigt hatte. Hä? Der kommt nur kurz vorbei schon. Dann spionierst du mein Lager hier aus, oder? Nein, ich kann mir damit irgendeine Luxusressource verdoppeln, die ich bekomme. Schießt du mir einen ab, oder was? Nein, dir passiert gar nichts. Ich krieg sie nur. Du kriegst sie auch. Das kopiert sie sozusagen nur für mich. Wir schauen, oh, so sieht, keine Ahnung, Wein aus. Mach das ist doch eigentlich mein Move, oder? Was? Ich muss doch in irgendwelche Länder ziehen und mir irgendwelche Technologien abschneiden. Ja, ich habe mir sozusagen den Move von dir abgeschaut. Also. Das ist die Meta-Ebene.
Was ist eigentlich der toll, schlechteste? Jetzt ist mein Speer gefangen da unten. Was ist eigentlich der schlechteste Sith? Ich finde ihn wieder dieser Lautaro, ist komplett scheiße. Den habe ich noch nicht gespielt. Der hat mich nur extrem verprügelt, dass ich Genghis war in meinem ersten. Ja, das habe ich gesehen. Ja, ich habe heute deinen Kanal entdeckt. Erstes Spiel, was ich von dir gesehen habe. Ja, oh Mann. Und dann gehe ich gleich aufs Maul. Das war das erste Mal seit langem, dass ich aufs Maul bekommen habe. Aber Rise and Fall ist wirklich ein bisschen schwerer gemacht. Ja, ich. Ich habe gesehen, dass du ihn gespielt hast, dann war ich da drauf. Dann war es irgendwie. Bei Let's Play war dann auch schon vorbei. Ja, das war sehr schnell. Was baue ich denn hier? Oh, ich kriege ja, genau. Oh, Gewürze. Habt ihr überhaupt irgendwelche Luxusressourcen, die ich nicht habe? Ich hab Seide. Ich habe auch Seide, glaube ich. Warte mal. Was hast du schon? Schwabenball. Ich komme jetzt einfach mal zum Schwabenball rüber, schau mit meinem ökonomischen. Das dauert. Ist okay. Ich hab's nicht eilig. Nein, ich hab's Seide. Ich hab. Wieso bin ich nur so wenig Zeug? Ich hab Seide, ich hab 4 Seide. Ich hab Diamante, ich hab Gips, ich hab Gold, ich hab Salz, ich hab Bornstein und ich hab... Zu dem müssen wir, zu dem müssen wir. Hast du Gewürze? Wasserschild. Ja, Gewürze hab ich gleich. Aber alles nur einmal. Alter, wie viele Luxusressourcen hast du denn? Nee, ich hab alles nur einmal. Ich hab halt ein paar Sachen besiedelt, wo es Luxusressourcen gibt. Ja, du besiedelt. Du hast Räucherwerk. Besiedelt, ja, du mir auch besiedelt. Das habe ich wirklich, warte mal. Da, die habe ich wirklich gesiedelt, die für die Gewürze. Er muss erstmal nachgucken, ob es tatsächlich so war. Ja. Besiedelt, nennt man das jetzt so? Der gute, hey. Du hast ja alles da hinten, ey. Der gute Kongo hatte nur noch mehr Kakao. Aber ich hatte schon Kakao in meiner Hauptstadt. Frechheit, oder? Ja. Wenn er schon eingenommen hat, dann könnte er wenigstens was gescheit sein. Ja, finde ich auch. Wenn schon sterben, dann wenigstens für was Gescheites. Was hat denn Alex, was hat Alexander denn für einen Bonus? Ich weiß auch Kriegs, oder? Das ist eine gute Frage. Warte mal kurz. Pazifistischer Krieger. Ich weiß, dass er ein Krieger war, aber... Städte werden nicht kriegsmüde. Oh, das hilft gerade. Alle Militäreinheiten heilen vollständig, wenn dieses Spiel eine Stadt mit einem Weltwunder einnimmt. Das ist sehr spezifisch. Aber es hat bei der kongolesischen Hauptstadt gestimmt, zumindest. Wieso habe ich plus 50 Produktion für Siedler? Hatte ich auch noch drin gerade, habe ich mich auch gewundert. Ja, Campus. Nach ja, ich habe es auch noch drin, aber ich brauche es auch noch. Was siedelst du hier? Ich? Brasilien. Jo. Ja, was soll denn das jetzt heißen? Naja, du haust doch auch. Du nimmst dauernd deinen Siedlungsplatz weg. Ich bin gleich wieder da. Siedlungsplatz, das ist 20 Felder von dir weg oder 50. Ja, nur noch 5. Aber ich glaube, der Brasilianer ist hier rüber geschippert. Hat seinen Siedler mitgenommen. Das macht der einer gern, ja, der breitet sich gern aus. Ich würde aufpassen, wenn hier Loyalität. Ich habe 3 Städte, ne? Und ich breite mich gerne aus, ist klar. Das sind wirklich 3 Städte. Und eine davon ist ja so. Eine davon ist eine Wüstenstadt, will ich nochmal festhalten. Ja, gut, ne? Jetzt habe ich schon wieder ewig nicht auf den Twitch-Chat geschaut. Gewürze habe ich selber. Geheimdienstproduktion. Irgendwas ist gerade umgefallen bei mir im Zimmer. du baust. Ja, finally. Kennst du den jetzt? Jetzt daher geht. Ah Gott, damit, jetzt kannst du. Ja, scheiße, es war ein Hügel. Ah Gott, Fehler. Oh Gott. Ah, guck mal, die Wüstenstadt hat sich schon um 4 Felder ausgebreitet. Ein Siegeszug nimmt seinen Lauf. Die ist jetzt da, oder was? Ich würde aufpassen mit der Loyalität. Ja, mir bleibt nichts anderes mehr übrig. Hier unten ist nichts. Und zwischen dir und Alex ist auch nicht wirklich viel Platz. Da ist gar kein Platz. Es gibt da genau einen Siedlungspunkt, nämlich links neben dem Räucherwerk. Da könnte ich noch hin. Kannst du Buenos Aires sein, ne? Oder nicht? Pff.
bräuchte ich mehr Militär für. Du kannst ja noch mit Bogenschützen rum. Ich komme hier dann halt auch nicht mehr ausbreiten, weil oben links über dir ist ja auch nur Wüste. Naja, links über Kyoto sind noch Gewürze und Flüsse. Aber bis ich da oben hinkomme, ist es auch nur arschweit weg. Jo, wo ist und der Schwabenboy? Der ist, wenn du einmal mich durchquerst. Bist du jetzt Japan oder Brasilien? Sorry, ich kann das von der Stelle Japan. Nicht sagen. Okay. Wenn du einmal durch meine Wüste gehst, durch meine 1, 2, 3, 4 Städte und dann, ich schätze mal so 120 Runden wird das dauern. Ich weiß, du willst jetzt echt ernsthaft auch noch da untersiedeln bei mir, oder? Was wäre ich? Ne, der Anno. Also. Taucht ja bei Toronto mit dem Schiedler hier auf. Er sagt immer, weißt du, es sind immer so 30 Felder zwischen uns. Habe ich den Kakao schon geschenkt, oder? Ja, Gorgon, was ist jetzt los, Georgien hier? Greif nicht an. Na, den mach ich ja gerade mit Truppe auf hier. Schwertkämpfer, Rambo. Wenn die in Stadtstaat von mir angreift, wo ich so zu rein bin, dann schlagen auf die Nische. Ja, passt. Die Kulturstadtstaat, die Wissenschaftsstadtstaat kam mir. Und wenn du daher kommst und da irgendein Blödsinn machst, dann bist du tot. Nice, echt? Ich krieg Ausrichtungsboni und. Okay, Alex kriegt schon mal Forschungs- und Ausrichtungsboni, wenn er Städte mit Bezirken erobert. Spiel ich ja perfekt so, wie ich sollte. Ich möchte sagen, Quango habe ich friedlich bekommen. Die wollten sich mir anschließen. Die wussten es bloß noch nicht, gell? Die wussten es sehr wohl. Die wussten, in welche Richtung der Wind weht. Ah, shit, ich wollte ja noch Karthago holen. Na, ich sag mal, es ist auch schwierig zu entscheiden, wenn du die Wahl hast zwischen Pest und Cholera. Ja, jetzt nehmen wir doch zuerst den. Ein Gummibaum, wie viel Gold kriegst du pro Runde? 43. Okay. Unglaublich. Alter, hast du jetzt da gesiedelt, ey? Kannst du bitte mein unglaublich. Da ich mich ja nur umzingelt damit Einheiten, war das die letzte Möglichkeit, wie ich mich überhaupt noch bewegen konnte. Ich wollte Toronto angreifen, weißt du? Du greifst Toronto nicht an, das ist mein Stadtstaat, aber nicht so zu reden. Jo, Japan? Wenn du Toronto angreifst, dann kriegst du mit mir Krieg. Kannst du kurz nicht streiten? Japan, kannst du mein Angebot annehmen? Achso, ja klar. Der beste Stadtstaat im ganzen Spiel. Dankeschön. Aber jetzt, also... Ich werde den jetzt nicht einnehmen. Dann gibt's Krieg. Und zwar so lang, bis du mit der Schnauze im Boden liegst. Brasilien hat jetzt auch bei dir in der Nähe gesiedelt, jetzt bin ich nicht der einzige Übel. Ich hab's schon gesehen, ja, ich hab's doch gesagt, krieg grad. Darf ich den Hattusha eingreifen? Nein, da bin ich genau. Nein! Ich bin in Stockholm, Hattusha, Toronto und Genf zu reden und die bleiben unangetastet. Und Hattuschka nicht? Nein. Nein. Die vier Stadtstaaten, Hattusha, wer die angreift, Hattusha, Stockholm, Genf oder Toronto, der kriegt mit mir Krieg. Und wenn ich dabei draufgehe, das ist mir egal. Alles für meine Stadtstaaten, ne? Wenn ich dabei selber die Waffenstrecken draufgehe, da gibt's keinen Halt mehr, da gibt's keinen Pardon. Ach gut, für die Info, ich wollte nämlich in der nächsten Runde angreifen, eigentlich. Das hat sich jetzt erledigt. Ist vielleicht besser. Muss ich ja Brasilien angreifen. Das kann ich gerne machen, das ist mein Zäger. Ihr solltet euch alle ein Beispiel an mir nehmen und einfach friedlich bleiben. Beispiel an dir, du hast eine komplette Nation ausgelöscht. Pazifistische Atomwaffe schmeiße, ja. Mit der weißen Flagge vorne im Raketenkopf. Ja, wir kommen jetzt in Frieden. Genau. Jetzt weil, ich meine, im Westen gegenüber war ich sehr friedlich. Ihr glaubt gar nicht, wie ihr strahlt, nachdem ihr bei euch war. Eine strahlende Nation. Eine strahlende Zukunft, wa? Genau. Oh, das ist ja immer. Wo wissenschaftlich ist die Zululand auch weit vorne, ey. Und Religion.
Das ist der Schwarmball. Sag mal, Georgien, was gibt denn das, wenn es fertig ist hier? Die wollen nicht angreifen. Ich glaube ja, dass die auf meine Stadtstaaten los wollen hier. Georgien mag mich. Ja, mich auch. Ich bin eigentlich befreundet mit ihnen, aber nicht mehr lange, wenn ich das will machen. Russe. Kann ich hier gar nicht weitersiedeln, ey. Das ist mein ganzes Land zerstört. Du brauchst da auch nicht siedeln. Du hast das. Ist mein Kontinent. Das habe ich vorher schon vor 30 Runden gesagt. Ja, ich habe den ja noch nicht mal gesehen. Ach nee, fällt doch nicht so blöd jetzt, du. Ah. Mein Gott, kann man auch so blöd sein. Hier. Also nicht du, ich meine jetzt meine Einheit. Nicht, dass da irgendwas falsch aufkommen würde jetzt gerade. Ja, ich merke schon. Wenn ich dich meine, sage, ist das schon persönlich. Knallhart und direkt, da kenne ich nichts. Kann ich mir ja gar nicht mehr ausbreiten hier. Du hast eh Städte genug. Städte genug, ich hab nur ein, zwei. Und da oben gibt's so viel Platz noch. Da oben gibt's so viel Platz? Jo. Oberhalb von Fukuroma da. Wo ist denn Fukuroma? Fukuoka. Da? Ja, da hab ich ja alles besiedelt. Ja, ist doch nur alles leer da oben. Da okay. An dem See, auf dem Weizen kannst du nur eine Stadt bauen. Na gut. Jo. Okay. Ich muss trotzdem meine Truppen halten, weil sonst wird das mir ein bisschen zu gefährlich. Lieb sein, dann passiert nichts. Ich bin ja lieb zu dir, aber. Ich habe nur Beleidigung. Ich habe dich nicht beleidigt, ich habe nur gesagt, wenn du angreifst, dann gibt's Krieg. Das ist keine Beleidigung, das ist eine Tatsache. Dass ich meine Stadtstaaten verteidige. Eigene Stadtstaaten? Ja, wenn ich so zurück bin, sind das meine. Also wenn ich die jetzt theoretisch angreife, habe ich dann direkt, also nur theoretisch. Ja, hast du Krieg mit. Bleib ganz ruhig. Ich bin ganz ruhig. Wenn ich jetzt zum Beispiel, das ist nur eine Frage, wenn ich Toronto angreifen würde, hätte ich dann automatisch mit dir Krieg? Was, es gibt Toronto? Ja, da bin ich so zu rennen, Finger weg. Okay, ich muss Toronto treffen. Du hättest bei mir, komm rüber. Dann können wir direkt den Planer. Du hättest nicht automatisch, normalerweise nicht automatisch Krieg mit mir. Ja, weil, guck mal, wenn ich jetzt vom Spiel angreifen würde, dann hätte ich ja Krieg mit Toronto. Ja, vom Spielablauf her hätte ich nicht mit mir Krieg. Aber wenn du ihn angreifst, hättest du mit all seinen Stadtschatten auch Krieg. Okay. Ja, gut zu wissen. Ja, ich dachte, das wäre auch andersherum. Nope. Wie geht deine Loyalität da ein bisschen kaputt in Brasilien? Och. Weil Rezife. Ja. Rebellion in 104 Runden. Wird das nicht gleich ein unabhängiger Staat dann? Ne, 104 Runden dauert's. Bis die Stadt rebelliert. Oh. Wo siehst du denn das? Wenn du auf das Zeichen von Brasilien, auf die Landeslage von Brasilien im Stadtname klickst, drauf gehst mit dem Maus drüber. Oh ja, ich hab nur diesen Fall nach unten gesehen. Mein Gott, das erzeug ich denn Loyalität? Also wie gesagt, es ist meine erste Runde Rise of and Fall, wie es jetzt. Also du kannst zum Beispiel einen Gouverneur reinsetzen. Ja. Ach, du kannst Loyalität wieder steigen. Und du kannst zum Beispiel ein Monument bauen oder was weiß ich. Ja, Monument hilft doch was. Und es gibt die eine Gouverneurin, wenn du sie in eine Stadt in der Nähe reinsetzt, nämlich Amani, und ihr Abgesandte gibst als Beförderung. Ja, das funktioniert bei ihm nicht, weil er zu weit weg ist. Was, 9 mehr? Das sind 9 Geländefelder. Ja, ich bin über den ganzen Ozean, weil hier kein Platz war. Ah, okay. Ja, ich hab den halt ein bisschen richtig zugebaut. War natürlich nie meine Absicht. Nö. Hey, ich, da oben, wir waren direkt Nachbarn, weißt du? Unsere Hauptstädte sind 10 Felder entfernt. Ich hätte mich auch gefreut über Nachbarn, aber mich wohl keiner. Ja. Ich habe mich gefreut über Nachbarn. Sie weniger. Ja, dich wollte ich nicht als Nachbarn haben am Anfang, weil so spiel ich gleich tot. Du willst mich als Nachbarn haben. Das weiß ich nicht, wie du spielst, aber so wie du jetzt bist, aber echt aggressiv. Ich bin aggressiv? Wer hat jetzt Toronto geschnappt? Ziff spielen ist lustig. Tamara.
Okay, Georgien, jetzt ist noch langsam echt high im Hukun. Reicht's. Das reicht der ganze Winter. Bis 2068. Das ist kein Krieg, oder? Ah, fuck. Ich hätte schon wieder was befördern können und hab's nicht gemacht. Mittlerweile so viel Gold pro Runde, ey. Ich hab bloß 7 Gold pro Runde. Ich 64 Gold pro Runde. Boah. Ich bloß 7. 24. Bin echt der arme Sau. Ich krieg 47, aber nicht 64. Wenn ich dir 64 Gold, wenn ich dir 30 Gold pro Runde gehe, darf ich dann Toronto nehmen? Wow. Nicht immer für 1000 Gold pro Runde. war ein Angebot. Das war ein Angebot, das muss ich leider ablehnen. Danke, also schön, du darfst mir gerne 30 Gold pro Runde geben und dir dann Toronto nehmen. Okay. Ich dann noch deine Unterstützung zählen kann. Du moralisch absolut. Ach, okay. Dann ist ja alles super. Ach, gut. Muss ich. Wir müssen uns eigentlich gegen die. Keine Ahnung, Alexander verbinden, ey. War. Hey. Gleich kommt der Kultursieg um die Ecke. Nicht so. Was? Ich geh nicht mal auf den Kultursieg. So ein Spaß. Oder Herrschaftssieg. Blödsinn, das müsste ich euch erstmal alle angreifen. Kultursieg ist noch nicht mal im entferntesten. Wenn, dann gehe ich auf den Wissenschaftssieg und da führt ja eh der Schwabenboy. Also macht euch mal keine Sorgen. Ja, wie führe ich einen Wissenschaftssieg seit wann? Schau doch mal. Schon seit 20 Runden. Ja. Wieso denn das? Du hast ja vorher geführt, du hast ja vorher überall geführt. Ja, du hast jetzt einfach viel mehr Wissenschaft. Ich hab doch gar nichts gemacht. Oder ich beeline vielleicht Text und deswegen schaut's so aus, aber. Ich weiß nicht, wie viel hast du Wissenschaft machst pro Runde. Definitiv ein Fakt. Also machst du 200 Wissenschaft pro Runde, was weiß ich. Nein, so ein Blödsinn. Wie viel Salpeter braucht man, um zum Beispiel ein Musketier auszubilden? Mit Kaserne 1, ohne Kaserne 2. Ich sehe nicht, ich muss dich erstmal treffen, damit ich sehe, wie viel du machst. Ja, wie viel Wissenschaft machst du? 116. 101, doppelte wie ich. Ja, aber du führst, steht drin. Ja, wie lang? Weil du so viele erforschte Technologien hast. Naja, er B-Line wahrscheinlich Atomwaffe und so weiter. Ja, ich B-Line deswegen. Aber ist trotzdem ein Fakt. Aber wenn wir gar nichts mehr können, dann gehen wir einfach auf seinem Scheme und Lunzen. Nee, das mache ich nicht. Lieber verliere ich mit erhobenem Haupt. Es hätte gar nicht verloren. Er teilt den Sieg mit uns, ne? Auch wenn er dir die Siegesfahne steht. Genau. Das nennt sich quasi ein Teilzeitsieg. Wir können es einfach so machen, ich nehme euch alle ein und dann sind wir quasi alle. Wir können es einfach so machen, wir verbünden uns alle gegen dich und den Raum. Nein, Siti, das ist eine ganz schlechte Idee. Aber die Option wäre da, das muss ich schon zugeben. Wollt ihr nicht wieder damit beschäftigen, wer wo Städte gründen will und wer wem was verbaut hat? Ich fand, das war eine wesentlich produktivere Konversation. Das war gar nicht produktiv. Das war sowas von der Gegenteil produktiv. Wo sie die ganze Zeit wegen einer Stadt gestritten. Geht dir der Arsch jetzt auf Grundeis, oder was? Na du, ich mache ja meinen Job hier. Ich halte die KI in Grenzen. Sie sind halt Gänzen gehalten. Vernichtet. Ich werfe mal das Wort Allianz in die Runde und so, aber. Na, geht mir nicht. Jetzt werden die wirklich. Eieiei. Jetzt muss ich schon wieder auf Kriegstechnologie gehen. Ich! Da sieht man wieder. Man selbst ist der pazifistischste Mensch auf der ganzen Welt. Aber alle. Ihr könnt jetzt genauso gut KIs sein, die mich der Kriegstreiberei bezichtigen. Same thing. Ist ja auch so, du hast das Kongo ausgelöscht. Ausgelöscht, verbessert. Ausgelöscht. Verbessert, wie man es nennt, ne? Ja, genau. Das ist mal eine Ansichtssache. Es kommt immer darauf an, wie man das Kind beim Namen nennt, gell? Genau. Wie schnell willst du wieder weg, Novgorod? Oh. Was? Was? Boah.
Wie erschrocken, Alter. Wieso? Mit wem sollen wir uns denn verbinden? Viel Alexander. Was ist das denn? Ich kenne das noch nicht. Militärischer Notfall aus. Also wenn einer ganz weit vorne ist. Was? Gibt's einen militärischen Notfall? Das ist Vorrat. Ja. Also, wieso sehe ich das, wenn es gegen mich geht? Ja, ist halt geheim, ne? Gegen wen gibt's Notfall? Nice. Ich glaube, Korea, ich und Peter wollen sich verbinden gegen dich. Ja, du, viel Spaß mit Korea und Peter im selben Boot. So, mal sehen. Wie, der Gummibaum ist ein Notfall, oder was? Ja, weil er so weit vorne ist. Guck, merkst du? Okay. Ich kriege das nicht, ich habe... Stadtverbünden gegen Gummibaum. Da ich ihn dann nicht drauf habe, habe ich ja nicht die Meldung. Du bist gerne offene Grenze von mir, dann kannst du ihn sehen. Eine offene Grenze bringen, dann nichts mehr. Ich komme eh schon zu dir rüber, auch wenn es vielleicht ein Fehler ist. Ich sehe dich nur... Ist das jetzt eine Drohung gewesen? Ich will immer das Beste für alle. Ich komme mit meinem ökonomischen Berater hier rüber und dann... Ich will immer das Beste. Ökonomischer Berater ist ein Händler, der will uns die... Der will uns Scheiße verkaufen. Bei dir war es ein Händler, bei mir sind es wahrscheinlich vom Bartel. Ich komme mit einem Händler rüber. Du kannst zum Händler gar nicht zu mir kommen, weil du mich nicht erreichen kannst, weil du mich nicht kennst. Nein, ich komme ja doch, ich gehe durch Japan durch nach Westen gerade mit meinem Händler. Hä? Ich bin ja ganz oben die ganze Zeit. Ja, schon, aber er kann der Händler, du kannst dem Händler nur Städte entfahren, du kannst. Was? Ich du kann doch. Mit dem Händler. Ich kann laufen mit dem Händler über die Karte. Schwabe, kannst du mal eben hier im Discord einen Subraum einrichten? Ich müsste mal mit dem Japaner eine kurze... Oh, shit. Nein. Fünf Armbrustützen kaufen. Kannst du hier im internen Chat kannst du mit dem schreiben. Nee, kann ich nicht. Das Fenster blockiert hier alles. Ich kann jetzt annehmen oder ablehnen. Das ist das Einzige, was ich kann. Oh Gott. Nein, du kannst auch ablehnen drücken. Und dann kannst du nochmal rechts. Da steht halt immer noch links. Shit. Du kannst ablehnen drücken. Ich hab jetzt ablehnen gedrückt. Und dann kannst du wieder. Oh, da! Jetzt links unterm Chat, da siehst du das immer. Da kannst du immer noch annehmen. Für 30 Sekunden oder so. Das kann ich nicht bauen. Problem ist halt, ich kann nicht raustappen bei mir. Also der Aufnahme und so weiter. Wir wollen bald hangeln ins Atombomben. Da baut er, ich will übrigens nur mal festhalten, der pazifistische, friedliche Alexander baut an unserer beiden Fronten gerade ein Lager. Ja, wieso tue ich das wohl? Nachdem hier gerade sehr offensichtlich eine Verschwörung von Staaten geht, um mich zu erdolchen hinterrück. Muss ich jetzt Frieden machen mit dem blöden Peter nur wegen euch? Goddammit. Ja. Blöde Peter. Ey, ich heiße auch Peter. Ich habe so eine 2 hinten dran, aber ich bin Peter. Achso, mit dem Russe Peter, oder was? Ja. Yeah. Den kenne ich ja auch noch nicht. Ist das der nächste KI, die du einen verleibst? Ja. Der Peter will auch Krieg gegen dich, glaube ich. Der Krieger hat Krieg gegen mich. Ach so. Irgendwie müssen wir den Gummibaum echt immer bremsen. Uiuiui. Du müsstest die Hälfte deiner Städte wegnehmen, ne? Das sind solche schrecklichen Dinge, die da gesagt werden. Ja, aber du musst dir ja fragen, warum? Ja, eindeutig, weil alle sau gemein sind. Eindeutig. Sau gemein sind wir. Ja. Ich weiß nur, sind die Bösen, du bist die Liebe. Einer hat's verstanden. Ich weiß. Nochmal ein interessanter Stream, oder? 1 gegen 5? Ich finde ihn eigentlich jetzt schon interessant. Weißt du, die Thematik? Also, Jorgen ist der nächste, wo ich einbreche. Weiß ich nicht. Die gehen wir tierisch auf das Engel. Weißt du, Gummibaum, der hat wahrscheinlich 100.000 drüber zu ziehen. Gummibaum hat ein sehr, sehr großes Reich. Die Frage ist, wo sind seine Einheiten? Wenn er jetzt. Also, Anno, ich auch, Anno, kann schon mal der Hund Ich weiß nicht, ob ich mit Dick in den Krieg ziehen möchte, was? So ein paar Bogenschützen und ein paar Krieger. Ich weiß ja nicht. Ich bin mehr die moralische als die physische Unterstützung. Ach, ich bin ja noch ganz friedlich unterwegs.
Nicht auf jeden Fall wesentlich mehr militärische Stärke wie ich da noch. Das will ja schon was heißen. Ahnung, wie viel mehr. Wieso hast denn du so viele militärische Stärke? Okay. Ich? Ja. Weil ich Militär brauche. Durchgehen lassen. Wie viel denn, ey? Ich pack das hier unten, so dass ihr es nicht sehen könnt. Ich pack das hier unten. Aber bist du doch nicht so die moralische Unterstützung? Psch, das soll doch gar nicht bleiben. Da sehe ich eh keinen Angriff in Sicht. Braucht er noch ein bisschen um. Der hat ja noch Kultursieg, geht er ja nicht drauf und Herrschaftssieg muss er uns alle einnehmen. Ja, voll. Also der Wirtschaftssieg macht mir gerade ein bisschen mehr Sorgen. Ihr habt überhaupt keinen Stress. Ah, ne, Wirtschaftssieg bist du auch noch. Oh. Ist wieder aufgeholt. Ja, hab ich doch gesagt. Das war mir klar. Also. Friedliche Japan. Guck mal, das ist dein Händler da schon. Das dauert noch ein bisschen, bis du ihn findest, ne? Ja, eben, ist ein friedlicher Händler. Ich geh da du zurück. Gleich, du musst gleich einmal nach unten durch abbiegen und dann einmal nach links abbiegen. Auf jeden Fall habe ich jetzt was dann, weil das wusste ich jetzt nicht, dass man ihn so altbekannt bewegen kann. Jetzt tut er plötzlich so, als wäre er nicht mein Erzfeind da drüben. Oh, guck mal, die Bedrohung ist schon weg. Keine Sorge, Gummibaum. Der Notfall ist jetzt schon wieder weg. Ja, ich habe laut und deutlich gehört, was ihr die letzten 5 Minuten gesagt habt. Wie, der Notfall ist wieder weg, das kann aber falsch nicht sein. Ja, also ich kann den nicht mehr annehmen oder ablehnen. Dann warst du zu langsam. Aber was passiert? Ich habe noch gar nicht so viel Armee. Ich verstehe immer noch nicht, wieso wir nicht einfach friedlich nebeneinander herleben können. Ja, tue ich doch gerade, oder? Ja. Hast du schon einen Angriff? Hast du schon einen aggressiven Move? Weil der böse Gummibaum nicht gefällt, ist wirklich. Ich habe aggressive Sprache gehört. Aggressive Sprache. Es kann der Brevste nicht in Frieden leben, wenn es den bösen Gummibaum nicht gefällt. Verstehst du eigentlich, was ich schlecht habe, soll ich? Das ist schon so. Du bist halt so weit vorne, ne? Ja, das ist eng. Weil er sagt immer, ich friedlich, dabei ist eindeutig eher der Aggressor. Wie? Was? Ich mach gar nicht. Ich hab niemanden von euch jemals angegriffen. Ich forsche friedlich von mir hin. Aber alle anderen. Ja, aber alle anderen seid nicht ihr. Oh, meine große Bibliothek ist fertig, schön. Also, dem baue ich nicht Wunder, wie blöd, immerhin. Du willst also sagen, der aber wunderbar ist blöd, oder wie? Nein, ich möchte sagen, dass das definitiv eine negative Auswirkung hat auf die anderen Leute, die auch gerne Wunder hätten. Ich halte mich da komplett raus. Ja, hat aber auch negative Auswirkungen auf die anderen, die dann vielleicht auch gerne vom Kongo noch eine Stadt gehabt hättet. Was, vom Kongo? Der Kongo war quasi niemals wirklich existent, das war nur ein temporäres Reich. Ja. Also ich hätte sehr gerne Handelswege von den Kongolesen. Er wurde ja leider zerstört. Ja, aber du kannst jetzt stattdessen mit mir Handelswege machen, die viel lukrativer sind. Das ist eine Drohung. Nein, das ist überhaupt keine Drohung. Drohung. Das ist eine Falle. Er tut immer so auf scheiß freundlich und nachher. Nachher mache ich gar nichts. Wann habe ich jemals einen anderen Spieler angegriffen? Nie. Nee, was war beim letzten Stream? Habe ich keine Ahnung. Der hat mich angegriffen, bitte. Ja, aber du hast zurückgegriffen. Ja, ich habe mich verteidigt. Das wird sich dann verteidigen. Das ist okay, ja. Glaube ich. Also sagt man da jetzt so dazu. Okay. Ich hatte die Frechheit, mich nicht einfach auf den Rücken zu legen und zu sterben. Eben. Ja, ne, das stimmt. Endlich schon. Hast du es begriffen. Endlich hast du es begriffen.
Ist jetzt Malambong Venya. Was? Deine erste Stadt habe ich jetzt auch entdeckt. Die habe ich gerade gegründet. Ja. Also das ist die erste, die ich sehe. Guck, guck mal, jetzt, wie viele Felder sind das zwischen uns? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Also in die Spreebezirk mit Toronto. Ja. Mittlerweile hat er sogar volle Loyalität, Brasilien. Also ich muss ganz ehrlich sein, im Vergleich zum letzten Stream ist das echt entspannt heute, nicht so aggressiv und nix. Wann der letzte Stream von euch? Wann war das, komm ich warm? Ewig. Vor Weihnachten, oder? Ja. 5 Monate oder sowas. Also war es wirklich aggressiv. Im Vergleich zu jetzt. Ja, bei mir war es nicht aggressiv, bei mir wurde es dann nur, aber das war ich schlau von ihm, dass er mich da aufgeräumt hat. Da habe ich mich zu sehr auf Forschung konzentriert und dann habe ich aufs Smart. Genau so wie jetzt. Genauso wie jetzt, ja. Nein, da habe ich niemanden aufgeräumt gehabt. Da hat man ja auch gar keine KI drin. Also das heißt, du hast nichts gelernt davon, du weißt jetzt, aber du weißt nicht, für was du fühlst. Ich habe eben niemanden angegriffen letztes Mal, es wird schon wieder irgendwelche Fake News. Nee, aber du hast gesagt, du wurdest angegriffen, weil der Wort wissenschaftlich so vormarschiert ist. Und jetzt machst du es wieder. Weil ich zu wenig Militär gebaut habe. Du hast nichts gelernt draus. Weil ich zu wenig Militär hatte. Ich kann nicht sagen, was du fühlst. Ich seh dich immer noch nicht, das fuchst mich echt. Ich habe mehr Militär als die anderen beiden. Ich lasse mir auch wie alle anderen, das sehe ich, aber ich weiß nicht, wie viel. Nicht viel. Ein bisschen was mehr. Wie viel Militär stärker hat der Gummibaum? 400. 439. Ich hätte jetzt eher gesagt auf 8900. Nein, wieso sollte ich so viel Militär? Okay, ist der Aggressor. Guck mal, er hat am meisten Militärstärke, also ist er eindeutig der Aggressor. Was? Das ist dann so ein Blödsinn. Er hat am meisten Militärstärke, ist der aggressivste. Nur wenn man... Er hat den nein, nur wenn man militärische Stärke hat, heißt das nicht, dass ich... Er ist der intelligenteste. Oh, wow, okay. Da er hat die meiste Kultur. Das heißt, er ist quasi der weltoffenste. Und er ist ein absoluter Heide, weil er keine Religion hat. Ja, bring mir halt deine Religion. Ich bin ja auch... Ja, ich muss dich doch erstmal finden. Ja, ich versuche dich ja gerade zu finden, aber ich weiß nicht, ob ich es überhaupt will, weil du mich gleich wieder platt machen willst. Habe ich dich noch schon jemals platt gemacht? Mit dieser schwäbischen Aggression da. Das ist schwäbische Gastfreundschaft für Aggression. Schwäbische Gastfreundschaft. Die habe ich auch zu spüren bekommen. Gastfreundschaft. Unglaublich, was mir so alles unter Strich kriegt hier. Ich brauche noch mehr Shit, leider. Sollte das echt ein Nehmer halt da. Was kann ich in einem Katapult upgraden? Weiß das jemand? Bombarde. Einen Armbrustschützen zu einem normalen, wie heißt das? Eine Kanone da. Feldkanone. Kanone? Ja, so eine Feldkanone hat aber auch. Nein, Musketier ist der Schwertkämpfer waren so Musketiere. Nein, Schwertkämpfer. Schwertkämpfer werden Musketier. Ah, okay. Das wusste ich noch nicht so. Wieso fragst du? keine Ahnung, ich wusste das nicht. Komm, wir machen kann man das nicht auch oben irgendwie in einem Lexikon nachgucken? Doch, ja, Wikipedia hat ein Fragezeichen. Rechts oben Fragezeichen? Ja. Da gibst du noch einen Antwort. Oben. In die Suche ein... Schwertkämpfer oder Musketier oder was auch immer. Ah, okay. Na gut. Das wusste ich nicht. Sag mal, kackst du mir jetzt echt davon hier? Ja. I'm not a fan of that. Kann ich... Power halt ist immer leider.
Jetzt geht mal der Gummibaum suchen. Kann ich den Weg sagen? Ich weiß nicht, der Gummibaum ist schon auf der Suche nach dir, aber das ist schon wieder nur japanische Stadt. Also ihr könntet euch gleich treffen, theoretisch. Wenn du jetzt von deiner komischen kleinen Stadt da rüber zu meiner Stadt bei dem Wunder gehst und dann trefft ihr euch gleich. Komische kleine Stadt? Hallo? Ja, ich kann den Namen doch nicht aussprechen, was ist das denn? Sag einfach Mla. 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 Le. Le. Le, Le, genau. Zur großen Metropole Lake. Musst du dann noch ein bisschen warten. Zukünftige Weltstadt. Ja. Die größte Weltstadt ist gerade. Korea hat Buddhismus gegründet, okay. Hab ich gegründet? Korea, du bist nicht Korea. Oh, Korea. Alle Schlitzaugen, alles das gleiche. Holy shit. Oh. Trigger. Ja, schon vorbei. Wenn ich da rüber gehe zu der komische Okigagaga-Stadt. Ach Gott, scheiße. Flüchte. Abhauen, schnell. Ambush ist viel zu wertvoll, als dass jetzt draufgehen müsste. Das scheiß Barbarenest, das geht mir so auf der Zeiger. Ich weiß nicht, wie lange ich hier dem schon hänge jetzt. Ich bin einfach zu blöd dazu. Jetzt weiß ich mir jetzt mal, wie es da unten aussieht. Wo zum Geier ist er dann? Westen von Mohenjo-Daro? Oder Japaner? Na, weil südlich. Wenn du jetzt. Wo bist du denn gerade? Ja, ich bin gerade südlich von deiner Mohen. Von deiner. Ja, wenn du da weiter runter gehst. Also und Süden, dann noch okay. Einmal nach links gehst, dann findest du deine erste Stadt, also deine kleine. Okay. Mal für diese Informationen. Ich hab dir schon Kakao geschenkt. Ja, okay, das stimmt. Ach gut, das macht, gibt nichts mehr, was man aus Menschenfreundlichkeit macht. Immer will man für alles irgendwas haben. Ja, mittlerweile, weißt du. Ja, stimmt, man muss ja gucken, wo man bleibt. Mein Gott, der Typ um St. Petersburg herum hat einen großen Künstler und drei große Schriftsteller stehen. Das ist seine Armee, weißt du? Voll. Der klatscht du, das ging mir Bildung vor, wenn du mal deine Armee da anguckst. Das ging mir aber auch schon so, du kriegst massenhaft von den Dingern, kannst du nur ins Unterbringen, weil du es nicht einlesen kannst. Weißt du, Schule ist die schlimmste Waffe. Bitte was? Schule ist die schlimmste Waffe, hat er gesagt. Okay. Schwammboy, that's not a proof. Ja, wenn ihr 10.000 Armbrustschützen hättet, wärt ihr auch nicht so schnell. Du, da gibt's einen Button. Da ist ein Totenkopf drauf. Ja, nein. Ich hab gerade gehört, ich brauche das ja alle. Das wird all deine Probleme auf einen Schlag erledigen. Ja, das ist richtig, aber leider bin ich nur noch tot. Weil ihr über mich herfallen werdet, wie Hyänen. Aber du hättest keine Probleme mehr. Wieso herfallen? Wo leidest du denn das jetzt her? Darüber habt ihr gerade die ganze Zeit diskutiert. Ich gar nicht, wieso kann ich sagen, ihr? Ich habe überhaupt nicht gesagt. Privaten Discord-Chat, den ihr nebenher laufen habt. Natürlich. Weil uns da nicht was. Toll, jetzt ist schon wieder eine Einheit von mir draufgegangen. Das ist so gut. Jo, Anno. Jo. Ach Gott, du bist ja noch gar nicht so weit mit der Forschung. Ah, Gott, vergiss es. Ist jetzt eine Allianz gegen mich gegründet, oder? Neu, aber mit dem Allianz. Ah, mit dem Allianz. Mit dem Allianz. Kann ich da einen hinbauen? Ja, ich meine, der wird plus. Nein. So, jetzt sind ja mal die Dinger wieder gerade. Das stärkste Late-Game-Schiff ist mal Amerika, ne? Weiß ich nicht. Ich habe noch ein Gebäude, was ich später noch bauen kann. Eine Elektrotechnik-Fabrik. Na, diese Fabriken sind nice. War das Chicken Itza nicht mal geil? Nein. No.
Weiß nicht, Projekt Produktion und Kultur. Hm. Ja, ich mein Armbrustschütze killt ja oben die Drecksbarbare. Okay, nein, wir müssen mal aufhören, sich dumm ein Mädchen zu machen und zuerst das zu bauen. Why not? Dann ist das Zeitalter zu Ende. Feind 9,6, jetzt hör doch mal auf da. Keine Ahnung. Scheiße. Acht Runden bis Zeitalter Ende. Ach, komm schon, kann man dann. Mann, mir läuft schon wieder eine Stadt über, hey. Ich sag's euch, erobern ist auch nicht mehr, was es mal war. So anstrengend. Ich geh jetzt nicht gerade über an Mitgefühl. Ach so, Entschuldigung. Oh. Dankeschön, danke. Gern, jederzeit wieder. Muss ich nur melden, wenn du es wieder brauchst. Passt, mach ich. Gut. Solche eine Lebe wie ein Hund. Ja, genau, sehe ich auch so. Ist das ein aggressiver Missionar oder ein pazifistischer Missionar? Brasilien. Oh. Weißt du, das ist wie Kongo. Die einen nennen es auslöschen, die anderen nennen es aufwerten. Wieso hast du eine Religion, die du gerne bei mir verbreiten würdest? Ich habe eine Lehre zu verkünden. Ja, aber die falsche. Pass auf, da kommst du echt in Teufelsküche. Ja, du dürftest dich gern drum streiten. Jeder ist bei mir willkommen. Wir sind hier der Austausch freier Ideen. Hier in Griechenland. Also, weißt du, was deine Religion bringt? Oh, jetzt kommt gleich der Diss. Was für ein Diss? Keine Ahnung. Meinst du jetzt? Weißt du, was deine Religion bringt? Gar nichts. Oder so. Nein, ich wollte nur wissen, damit er nicht bei mir ausbreitet. Das ist mir relativ egal. Ja, same. Ich bin kein Fremdler. Früher habe ich immer versucht, auf Religion und Kriegsherrschaft zu spielen, weißt du? Immer mit Religion eine Kriegstruppe kaufen. Boah, der hat schon Ritter. Ach du Scheiße. Wer hat Ritter? Der Japaner. Oh. Der Japsi. Brandgefährlich. Alter. Gott, ich bin so schlecht in dem Spiel. Lässt du bitte noch ein Downlevel für mich übrig? Ich baue mehr Straßen überall hin. Weiß ich noch nicht so genau. Willst du gleich eine Antwort oder erst später? Nee, nimm einfach irgendein Wort, was schlechter ist als schlecht. Beschissen. Ja, danke. Bitte. Ich habe langsam echt das Russland-Problem hier. Es dauert viel zu lange, irgendwas von einer Seite auf die andere Seite zu bringen. Oh, das sieht aber echt cool aus, das Weltwunder hier. Yes. Ist da oben noch jemand? Da oben ist das Kilwa Kisivani. Sieht echt cool aus. Küsst du dich da ab, oder wie? Was? Welches Weltwunder meinst du? Das ich gebaut habe. So. Du meinst jetzt ein Wunder, was hier rumsteht. Drauf? Wie, du willst die Diplomatie zu mir schicken? Ja gut, von mir aus. Ja, ich bin ein sehr netter Mensch, weißt du. Ja, aber solange du kein Sushi mitbringst. Magst du kein Sushi? Ja, hier ist doch kein roher Fisch. Oh mein Gott, Sushi ist super. Bäh! Pfui! Solange du kein Sushi mitbringst, ja. Nee, mit sowas könnte. Nee, nee. Sushi ist extrem lecker. Das ist alles, was ich dazu zu sagen. Ja, eigentlich voll cool in Civ, oder? So eigene. Sie ihre eigene Nahrung haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel Reis und
Fisch habe oder sowas. Machst du Sushi? Ja, keine Ahnung. Du hast noch ein bisschen Wasabi. Ja, ich war lustig. Also ich kann das, ich kann keinen rohen Fisch essen, da wirkt es mich gerade echt, wie ich nur dran denke. Es ist aber trotzdem lecker, ich sag's dir. Ich krieg richtig Gänsehaut, wenn ich das kriege. Isst du sonst keinen Fisch oder isst du nur nicht rohen Fisch? Ich esse Fisch, aber nicht roh. Isst du Carpaccio? Nee, auch nicht wirklich. Carpaccio ist aber auch sehr gut. Ich weiß, dass es gut ist, ich hab's auch schon probiert, aber ich mag meine psychologisch nee. Gesehen geht's nicht. Weiß ich nicht, ja, vielleicht. Das verstehe ich mit Zunge. Ich kann Zunge nicht essen, weil ich's aber. Weiß nicht. Das mag ich, der gute Zunge, aber es ist schon was Feins. Was könnt ihr nicht essen? Zunge? Ja. Zunge, ja. Was ist das? Zunge. Rinderzunge. Rinderzunge. Du isst deine eigene Zunge, kochst sie und dann. Natürlich deine eigene Zunge. Da isst die vor mit einer rostigen Schere ab. Ja. Du hast jetzt ihm gerade unterstellt, dass er Rindfiegen ist. Ich komme aus dem Ruhrpott, ich kenne ja ganze Scheiße nicht. Was ist Sushi? Im Ruhrpott gibt's das nicht. Was ist Sushi? Dass der Japaner fragt, was Sushi ist, ja? Das ist echt. Er kennt bloß Sushi, aber nicht Sushi. Ja. Ah, fuck, ich sollte weniger reden und mehr spielen. Warum bist du tatsächlich in Wien wohnst? Das heißt, dass ich tatsächlich in Wien wohne? Wieso meinst du? Ja, ich hab die ganze Zeit gesagt, er ist Wiener. Ja, ich wohne ja in Wien. Ich bin direkt drin, gerade oder? Eben in Wien. So, gerade eben. Ja, hier jetzt, so wie ich sitze, bin ich in Wien. In Wien. Ich habe einen großen Admiral. Ich bin voneinander entfernt, ich wohne in Köln. Nee, Köln, und ja. Sag mal, wolltest du nicht irgendwann rebellieren hier? Novgorod? Dachte eigentlich, das hättest du vor. Oh, okay, nächste Runde. Böser Ausdruck. Du findest ihn gleich gegenüber, wenn du noch ein bisschen weiter gehst. Was? Wenn du noch ein bisschen weiter gehst, dann findest du den auch. Nice. Machst du hier in meiner Hauptstadt? Ich würde gern einfach durch, bitte. So, ja, klar. Ich habe einen großen Admiral bekommen. Ich weiß nicht, was ich damit anstellen soll. Ich habe keine Schiffe. Eine Grenzenwäsche. Ich bin ja ein netter Mensch, deswegen kriegst du natürlich die offenen Grenzen. Da oben ist noch so viel Platz. Dankeschön, sehr aufdringlich. Ja, aufdringlich. Die wir wegnehmen, oder? Ich hab böse Gummigrafen vom makedonischen Reich getroffen. Yo! Jawohl denn? What's up? Er ist noch ein bisschen weiter rechts von mir, ein bisschen rechts von Langonia. Wieso kann ich nicht noch mit Krone Stadt gehen, bitte? Dahinter folgt er ein kompletter Weg mit seinen Städten runter. Alter, mein Reich ist zu groß, dass ich meine Handelswege von einer Seite in die andere schicken kann. Guck, er hat so richtige komische Probleme. Ja, ist nicht okay. Hey, Schwammboy. Machen wir mal ein paar. Du hast ja alles nur einmal. Hab ich doch gesagt. Nein, kriegst du auch einen Kakao. Alles, aber einmal. Ja, was sagst denn du? Alter, 7 Kakao, 4 Räucher, einmal Muschel, 6-mal Seide, 2-mal Gewürze. Das sag ich ja. Ist es gerade im Stream, was du dem Schwammboy da deswegen gebe ich halt mal ein bisschen Kakao ab. Ich bin ja nicht so. Alter. Weg Seide, ey. Keine Technik zum Stehen. Ich hab mal gegengebucht. Du hast sechs Pferde? Ja, es gibt halt so ein paar Pferde hier. Gummibaum. Was? Hast du? Ich hab dir mal ein Gegengebot geschickt. Ja, okay, wo ist es denn?
Ja, natürlich Japaner. Ich weiß nicht, wann die Freundschaftsanfrage war. Servus. Keine Ahnung, ich bin ein netter Mensch, weißt du? Oh, der Kong hat mich irgendwann beschimpft, als er noch lebte. Ich habe noch nicht draufgekriegt. Das ist die rechte Seite gar nicht. Nein, nicht wirklich. Also für die Freundschaftsanfrage wurde mal angehen. Außer für die Beförderungen ist es mir relativ. Dankeschön, egal. Gummibaum. Kein Problem. Ja, schau, der Schwabenboy sagt was, dann schaue ich drauf. Ich weiß, ich bin gewohnt bei dir, dass ich es dir sagen muss, weil sonst wird es nämlich nichts. Nein! Oh mein Gott, ist verstanden. Hast du auch einen großen Leuchtturm gebaut, oder wie? Oh no! Oh Gott, und er hat solche Dinge? Jetzt hört's doch einmal auf hier. Wer denn? Alle sind sie gemein. Scheiße. Wie stirbst du jetzt nicht? Wo hab ich denn den jetzt herkriegt? Okay. Es wird eher schwer, dass du nicht drauf gehst. Maybe Turbo. Nein, aber nein, doch, die Stadt kann nicht gehen. Fuck. So kurz vor Ballistik auch noch. Oh. So kurz. Okay, egal. So kurz vor was? Nicht. Ballistik. Oh oh. Was kommt als nächstes? Panzer? Nein, Panzer habe ich leider noch nicht schnell. Kernspaltung? Habe ich leider auch nicht bei. Das sind schon Funkwesen und. Ne, ich bilane jetzt nicht mehr in die schöne Wissenschaft, weil ich hier gehört habe, was hier passiert. Also brauche ich ein bisschen Militärtechnik. Kurzzeitig. Bevor die Aasgeier alle versuchen, mich zu zerfleischen. Aasgeier? Also die Leute, die mich angreifen. Was hast du dazu gebaut? Werkstatt. Okay. Was denn, wir haben eine Idee hier. Da oben in der Tundra rennt irgendwo noch ein Schwertkämpfer rum. Das ist recht amüsant. Also wer ist links von der Stadt jetzt? Ja, du bist auch überall. Hallo Hattusha. Du bist auch überall, bitte, Japan. Das ist ein Riesenreich. Ein Riesenreich? Ja. Geht die Sonne auch nie unter da. Von Westen nach Osten. Ah, ein bisschen habe ich mich ausgebreitet. Ich denke, ich daran nochmal ein bisschen verschieben. Nicht verschieben. Mein Reich verschieben. Ja, ja. Und alle Grenzen jetzt einmal hochheben und eins nach rechts. Ich weiß, dass ein anderer drin sitzt. Ja, ich kenn schon wunderbar. Ich mag einfach nicht wunderbauen. Weil ich werde gleich überrannt werden von all diesen bösartigen Monster, die nur versuchen, sich gegen mich Monster zu verbünden. Nee, ich rede nicht mit euch, ich rede mit Twitch-Chat. Also, Twitch-Chat als Monster, oder? Aber über uns. Mein Gott, sind da viele Einheiten, da kommst du gar nicht durch bei dir. Mein Reich ist halt ein bisschen lang gezogen, ne? Ne. Ich kenne das Problem. Ja, dein Reich. Du bist ja das heutige Russland gefühlt. Jetzt habe ich dann endlich mal bald alle Städte gegründet, die ich brauche, Mensch. Ich gehe da unten nur leider gerade ziemlich drauf. Das ist doch schön. Das ist jetzt wieder um Ansichtssache. Also besser gesagt, ich weiß nicht, das ist das Schönste, wenn es dann ewig dauert, bis die Runde fertig ist. Und man weiß, man kriegt gleich aufs Maul. Er ist nicht gestorben. Oh mein Gott. Du spielst wieder so viel Dusel, dass dich Eisi wieder so dumm anstellt. Nee. Mein Armutsschütze hat 6 Leben und ist umzingelt. Ich glaube, das wird eher schlecht ausgehen. Ich werde hier einfach vernichtet vom Barbaren und... Könnt ihr euch nicht gegenseitig schlägern, statt mich zu schlägern? Bitte? Es ist so ein schöner Armbrustschütze.
Wir müssen hier mal, glaube ich, den geordneten Rückzug antreten. Oh, da ist auch noch eine Stadt. Leider. Die ganze Zeit gerade die Berufsarmee-Beförderung drin. Ja, mein Gott. Okay. Da kommt er. Jetzt haben wir ein paar Pfunde. Was? Dich. Da ist das. Bei Söldner. Ah, da ist der, das Spiel. Jetzt hat der Musketier drin stehen. Das ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Wo hat wer? Barbare. Ja, die Stadt, die gerade abgesprungen ist, hat da auch ein Musketier drin. Ja, das ist ja nicht mein Problem. Na, ja, aber meins. Ja, aber das ist ja dann, ja, eben halt einfach so. Ah, ist da noch baue ich jetzt hier nur dieses Spezialgebäude? Ich glaube, ich habe es hier nur gebaut. Und ich hatte es zumindest vor. Schau dann gleich nochmal. Ah, okay, wir haben das mal gebaut. Ist auch schön. Wir machen jetzt mal generell Stabmauern. Ich kriege so ein bisschen feindliche Vibes. Du sagst schon, dass 30 Runden feindlich waren. Ist immer noch nichts passiert, beruhig dich mal. Wenn der Gummibaum herstimmt, geht's immer schlecht. Er ist immer so arm dran, an überhaupt der Arm stimmt sowieso und. Ja, das ist. Köln, den es noch so dem schlechter geht wie ihm. Ich glaube, am schlechtesten geht in Brasilien, ne? Eine Wüstenstadt, zwei normale Städte. Ich muss sagen, aber die Wüstenstadt war so ambitioniert, ich finde das cool. Geil, ey. Der doch der Touristenrenner werden. Ich mache einen Ausfluss Las Vegas 2.0. Strand ohne Ende. Du auch mit der Petra, wenn die mal erstmal gebaut ist, dann. Ja, ja, so in 70.000 Trillionen Jahren. Das bringt aber auch mehr für Wüstenhügel als für Wüstenfelder. Ich könnte die Petra jetzt doch theoretisch anfangen. Mhm, wird es wahrscheinlich sogar noch vor mir fertig werden, so langsam die Stadt baut. Wie lange baut. Baust du die denn schon? Ich glaube 60 Runden oder irgendwie so, keine Ahnung. Das Färbemittel, das habe ich noch nicht. Ey, das wäre jetzt aber scheiße gemein, wenn wir die deiner bauen, ey. Wie viele brauchst du denn noch? Wie viele Runden? nur sag ich nicht. Also ich könnte die Petra in 7 Runden bauen. Oh. Ui. Dann komm, ein bisschen ein Erfolg kannst du immer lassen, oder? Nee, ich mach's nicht. Ich sag, ich mach's nicht. Sowas, also so gemein bin ich nicht. Wir müssen jetzt jeder mal speichern, by the way. 70 Leute. Runden. Das ist 8. Ach, guck, da kommt, was ist denn das jetzt? Was kommst du daher? Große Persönlichkeit, oder was? Ja, hab ich ja die ganze Zeit gesagt, mein ökonomischer Berater. Ach, ein großer Händler, ja, den wollte ich ein ganz normaler Händler. Nein, ein ökonomischer Berater. Der kopiert jetzt das Färbemittel hier. Und dann machen wir eine Pause und dann speichern wir und dann machen wir uns aus, haben wir das nächste Mal. Wie der kopiert das Färbemittel. Yo, what just happened? Der klaut ja dein Zeug. Dem schicke ich jetzt einen Ambusschütze drauf, der wurde heimkatapultiert in der Heimatstadt. Was ist los? Willst du die Schütze speichern? Was ist los? Das ist eh schon passiert gewesen. Hat mich gerade irgendwer angegriffen? Nö. Kabul. Ah, okay, Kabul hat mir den Krieg erklärt, weil Russland jetzt das Ding. Ja, jetzt will ich speichern. Ich muss um 20:45 ins Kino. Dem sollte ich mich irgendwann auf den Weg machen. Okay, nach der Runde oder gleich? Ich werde jetzt sind wir eh am Anfang, oder? Okay. Ich werde jetzt einfach speichern. Weil wir müssen ja auch noch kurz diskutieren, wann wir das nächste Mal spielen wollen. Na, nächste Woche, oder? Ich könnte nächste Woche Samstag wieder gleiche Uhrzeit. Ja, ich auch. Also wieder 4 Uhr, ja, musst du gehen. Nee, 16 Uhr. Ja, nein. Was ist denn bei dir 4 Uhr? Okay, ich beende mal ganz kurz jetzt meine Folge schnell, meine Aufnahme. Ja, mach das mal. Wie gesagt, ihr habt es gerade schon mitgekriegt, nächste Woche geht es wahrscheinlich weiter, 16 Uhr wieder. Mhm. Seid auf jeden Fall wieder dabei, ich werde es hochladen. Wie gesagt, wenn ihr dran denkt, verlinke ich den Kanal von Böse Gummi beim unten in der Videobeschreibung sein Twitch-Kanal. Ja, ich weiß, ich okay. Und ansonsten würde ich sagen, ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben. Und danke bei den Gummibaum, dass ich mitmachen durfte, auf jeden Fall. Ja, danke fürs Mitmachen. Und dann bis demnächst wieder. Ciao. Ich sag auch mal tschüss. Ja, also wie gesagt, dann machen wir uns aus Samstag 16 Uhr nächstes Mal wieder. Jo, okay. Hast du jetzt gespeichert? Ja, ich hab gespeichert. Dann kann man raus.
Jo, ja. Sind alle raus. Da ist man, glaube ich, alle fertig hier. Ja, alle fertig, alle raus. Viel Spaß. Jo, habt einen schönen Abend. Jo, ciao. Auch alle beim Stream noch, vielen Dank fürs Zuschauen. Nektorn speziell, vielen Dank für die persönliche Coaching-Session. Der dominiert im Stream-Chat aber auch dezent. Aber super geil. Hat mir mega viel gute Tipps gegeben. Danke dir. Und ja, vielen Dank an alle anderen. Es gibt auch einen YouTube-Channel, wo, falls ihr irgendwas davon verpasst habt, werde ich den Stream auch drüben raufladen. YouTube Böser Gummibaum. Entweder youtube.com/Böser Gummibaum oder einfach Böser Gummibaum suchen. Ich hoffe, ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Ist wieder um 16 Uhr Samstag. Was ist denn dessen? 21. April. Genau. Ciao, servus. Ciao. Ciao.